Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Need for Speed Most Wanted. Das hier ist Part 77 und wir machen jetzt die Herausforderung mit dem Müllwagen. 100.000 Dollar Kopfgeld soll man verursachen. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn ich das nicht schaffen sollte, werde ich trotzdem die nächste Herausforderung machen, weil im Prinzip habe ich ja diese Herausforderung schon geschafft. Weil ich halt die vorletzte Aufnahme, beziehungsweise die letzte Aufnahme, das erste Mal leider aus Versehen nicht aufgenommen hatte. Was sehr, 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 sehr blöd war von mir. Aber ich finde auch den Sound von diesem Truck so geil. Vor allem, wenn wir so knapp vorm roten Bereich sind. Aber was ich ein bisschen unrealistisch finde, sind die 8000 Umdrehungen, die er schafft. Für einen LKW ist das ganz schön extrem. So, Handling besitzt dieses Fahrzeug so gut wie gar keins. So, ich versuche es jetzt einfach mal nochmal zu schaffen hier gleich beim ersten Mal. Das wäre auf jeden Fall toll. Das Ankommen mit diesem Teil ist ein bisschen schwieriger. Ich werde es jetzt versuchen, so wie beim letzten Mal. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich in das Kaufhaus da gefahren bin, in diesem Einkaufszentrum oder was auch immer das war. Und da habe ich dann ganz, ganz viele Polizeifahrzeuge kaputt gemacht. Und habe da gleich mal instant so 60.000 Dollar Sachschaden gemacht oder so. Oder 50.000, ach, ist doch eigentlich egal wie viel. Alter. Das war jetzt gemein von euch. Komm. Guck mal, wie die mich schieben können, Alter, mit ihren kleinen Autos. Das ist der Wahnsinn, ne? Voll unrealistisch eigentlich, aber ist egal. Oh, fuck. Oh lol, okay, das war jetzt gerade echt ein bisschen beschissen gefahren. Der Typ ist außer Kontrolle. Hat uns deutlich mitgenommen. Guck mal, wie der mich drücken kann. Das ist sowas von unlogisch irgendwie. So. Der Richtige richtet massive Schäden an. Schlage vor, dass wir uns zurückfallen lassen, damit er abkühlt. So viel gibt das jetzt? Das hat jetzt aber so gut wie gar nichts gegeben an Sachschaden. Das finde ich ja jetzt komisch. Also beim ersten Versuch, wo ich das geschafft habe, da habe ich nach diesem Kaufhaus-Aktion hier irgendwie 68.000 Dollar gehabt an Sachschaden. Aber okay. Egal. Immerhin etwas. Ja, mit so einem Müllwagen, ne, ist auch gar kein Problem. So, was bekomme ich, wenn ich hier alles kaputt mache? Auch nicht gerade so viel. Wow. Okay, wir sind bei 82.000, also könnten wir eigentlich schon mal versuchen abzuhauen. Weil mit dem Verfolgungsstopper machen wir ja noch einiges kaputt. So, was sagt der Sachschaden? Okay, ich habe mit etwas mehr gerechnet. Ich meine, das war eine scheiß Tankstelle, die ich gerade zerstört habe. Ich wette, dieser Donutladen wird mehr. Okay, wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt noch abhauen. Und mal gucken, ob wir bis dahin... Ja, scheiße, der hat uns schon gesehen, ne? Okay, da bretter ich jetzt einfach mal so durch. Und das mache ich auch mal so kaputt. Au. So war das nicht geplant, aber ist egal. Och ja, wo kommst du denn jetzt auf einmal her, sag mal. Immer dann, kurz bevor ich am Abhauen bin, kommen die irgendwie aus ihren Löchern gekrochen. Ich bezweifle, dass das jetzt hier klappt, aber ich versuch's einfach. Die haben mich doch wieder verloren gerade, ne? Tatsache. Der Sound ist affengeil, ey. Schön, dass ich es geschafft habe. Aber ich glaube, beim ersten Versuch bin ich hier schneller durchgekommen. Ich glaube, mit 3 Minuten 30 oder so.
So, wir können jetzt aber wenigstens weitermachen mit der nächsten Herausforderung. Die ist hier. Jemand ist nahe einer Mautstelle liegen geblieben und muss dringend abgeholt werden. Ein anderer Taxifahrer ist ebenfalls unterwegs. Wenn du den Fahrgast nicht in weniger als 4:30 erreichst, wird das andere Taxi zuerst da sein. Jetzt bekommen wir also ein Taxi. Geil. Ich finde das total lustig. Ohne Spaß. Ist eine coole Idee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist eine coole Idee, hier KI-Fahrzeuge auch als Herausforderung zu benutzen. Ganz lustig, ey. Sieht ein bisschen aus wie der Lexus IS300. Aber nur so ein bisschen. Holla, die Waldfee. Ey, das Handling. Ach du Scheiße. Ich muss meinen Fahrgast erreichen. Aber mit so einem Handling, das wird auf jeden Fall schwierig. Oh, leck mich. Wie soll ich denn jemanden abholen, wenn ich die Polizei hinter mir habe? Oh, Feuerwehrauto. Okay, gerade ist meine Tür zugeknallt. Ja, es wird jetzt gerade schon so langsam windig hier. Ich habe ja gesagt, es sieht nach so ein bisschen stürmisch, nach Sturm aus. Oh, ach du heilige Scheiße, das war knapp. Ich habe gedacht, meine Tür wäre zu. Normalerweise mache ich immer die Türe zu, wenn ich am Aufnehmen bin. Gerade wenn ich am Aufnehmen bin. Ich mache auch die Tür so schon immer zu eigentlich, aber das war wohl nicht ganz zu. Auch nicht schlecht. Wir haben Sichtkontakt zu Code 6. Sichtkontakt verloren. Versuche Fahrzeug wiederzufinden. Standby. Na komm, so schnell fahre ich jetzt auch gerade nicht. Hab ihn verloren, aber er kann nicht weit gekommen sein. Ist der Wahnsinn, Alter. Wie langsam die Polizei ist, wenn ich auch ein langsames Auto habe. Ist der Wahnsinn. Echt ohne Spaß. In südlicher Richtung durch Century Square. Absperrung erfolgt eng um das Zielgebiet. Verbleibende Einheiten innerhalb der Zone auf Streife gehen. Und wir haben auch wieder Nitro. Charlie 15, wir hängen vor unserem Zielsektor in einem 10:43. Melden uns wieder. Alles klar, meldet euch wieder. Kommt auf Standby-Zentrale. Wir haben einen möglichen Code 6 festgenommen. Warum das denn? Das war auf jeden Fall nicht ich. Der mögliche Verdächtige ist nicht der Gesuchte. Ach was. Den haben die den bestimmt voll gewaltsam aus dem Taxi gezogen. So von wegen, ah, hinter deinem Kopf, du Bastard! Sonst erschießen wir dich und bla bla und kacke. Ich sollte mich konzentrieren. So richtig gewaltsam aus dem Auto gezogen, weil sie dachten, er wäre ich. Bravo 3-3, bitte um Lagebericht. So, ich glaube, dieses Mautstellerennen könnte relativ easy sein. Also, so von der Bonuszeit her sieht das ganz gut aus für uns. Alle Einheiten der Code 3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung. Durch Century Square. Einsatzleitung, er bittet umgehend die Sperrung des Sektors. Der Verdächtige muss sich irgendwo versteckt haben. Ich hab mich da nicht versteckt, ich bin immer noch auf öffentlichen Straßen unterwegs. Hab ihn, bin wieder hinter ihm. Und bist stecken geblieben. Verdächtige Wahnsinn. Identifiziert. Wir haben ihn. Über den Kopf drüber. Ach du Scheiße, was für ein geiles Bild. Auf den Kopf drauf, alles klar. Ich war mit allen vier Rädern auf deinem Dach, mein Freund. Okay, nicht so richtig. Aber, ne, ihr wisst, wie ich das meine. Alter, ganz ehrlich, das Spiel ist wahnsinnig geil. Echt, Leute, wenn ihr das Spiel besitzt, wenn ihr das Spiel besitzt und lange Zeit mal wieder nicht mehr gespielt habt, macht es. Installiert es oder schiebt es in eure Xbox oder in was auch immer rein und spielt es mal wieder. Ohne Scheiß. Gerade so die Herausforderungsserie finde ich echt geil. Macht mega Laune. Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier so KI-Fahrzeuge gibt, weil ich ja nie wirklich weit gespielt habe, die Herausforderung. Aber schon geil. Macht schon echt Laune. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es vielleicht an manchen Stellen auch sehr frustrierend ist. Gerade wenn man vergisst, sein Aufnahmeprogramm mit im Hintergrund laufen zu haben. Hey. Aber sonst so... Ach, das ist schon die Ziele, ne? Der Film. Der Film. So... Zeit, noch nicht mal 10 Minuten, dann versuchen wir noch das nächste zu machen.
Ach, da ist es. Mit einem Polizei-SUV musst du der Verfolgung in weniger als 4 Minuten entkommen. Mit einem Polizei-SUV. In welchem Part habe ich nochmal gesagt, dass ich mal gerne ein SUV fahren möchte? Jetzt mal ohne Spaß. Ich hoffe, das war in einem Part, den ich aufgenommen habe und nicht in dem Part, den ich vergessen habe aufzunehmen. Das wäre auf jeden Fall jetzt sehr traurig. Aber wir fahren einen dicken SUV. Aber die Kameraeinstellung gefällt mir überhaupt nicht. Und warum ruckelt es hier? So, wir müssen jetzt gucken, dass wir direkt abhauen. Ich kann mir das auch ziemlich schwierig vorstellen. Scheiße, Alter, ich sehe gar nicht, was vor mir ist. Der SUV ist zu groß. Ich frage mich, ob wir vielleicht auch noch andere LKWs fahren. Bis auf das mit dem Müllwagen. Vielleicht kommt da noch so ein Sattelschlepper. Das wäre doch mal was Geiles, oder? Dann ist das aber wirklich so Need for Speed ETS 2. So Need for Speed Euro Truck. Oder sowas. Hoffentlich gehen die meisten kaputt. Scheiße, die kommen hier durch. Eigentlich müsste ich ja mit diesem SUV die auch richtig gut beiseite schieben können. Dafür ist er ja gemacht. Die verfolgen mich mal. Die verfolgen mich nicht mal. Ey, es gibt's doch nicht. Kein einziger ist kaputt gegangen. Hauptsache, die hängen da und machen eine Grillparty oder sowas. Guck mal, die Tankstelle ist kaputt, aber die juckt das nicht. Das finde ich echt unverschämt. Geh kaputt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was meinst du, wo ich schon alles überall erwischt worden bin, ey? Oh Gott, nur noch 2 Minuten, Alter. Die Zeit geht schneller rum, als ich dachte. Weil der SUV ist auch nicht gerade der schnellste. Ich versuche es wieder an der einen Stelle. Das funktioniert ja bisher immer ganz gut. Ich hoffe, dass ich in 2 Minuten dahin komme. Ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. So, wenn da jetzt nicht einige kaputt gegangen sind, Alter, dann flippe ich aus. Habt ihr Hunger? Hier bekommt ihr einen Donut. Okay, sehr schön. Oh, was? Ich frage mich manchmal echt, wo die herkommen, Alter. Da ist noch einer links. Und ich fahre hierhin links. Und der ist raus. Das heißt, er sieht jetzt nicht, wo ich lang fahre, hoffentlich. Das ist das absolut geilste Versteck überhaupt, mal ohne Spaß. Die verlieren mich jedes Mal hier. 3 Minuten! Perfekt! Alter, nice! Nicht übel, ey. Ich habe sogar noch Zeit für die nächste Herausforderung. Ist ja eh Mautstelle rennen. Huch, das war zu weit. So, die Bayview-Polizei hat wieder zugeschlagen. Diesmal mit einer unglaublichen Zeit von 3,45 im jährlichen Verfolgungswettbewerb. Du wurdest wieder ausgewählt, um an diesem Zeitfahren auf abgesperrter Strecke teilzunehmen. Sehr schön. Das heißt, wieder ein Streifenwagen. Nur was für einer, ist halt die Frage. Corvette? Corvette. Natürlich. Okay, geil. Finde ich geil. Perfekter Start. Kann man noch irgendwie vielleicht so die Blaulichter irgendwie so anmachen? Das wäre doch irgendwas Geiles. Alter, der ist schnell. Oder einfach nur ungewohnt schnell. Weil der SUV jetzt gerade so langsam war. Ich meine, dieses Auto muss schnell sein. Immerhin kommt er immer bei... Immerhin kommt er immer bei Fahndungsstufe 5. Also muss das Auto ja was drauf haben. Alter, soll ich mich jetzt schon beeilen? Okay. Okay. 1,56. Ich glaube, ich muss jetzt langsam immer öfter Nitro benutzen und so. Der
Der ist zwar schnell, aber so ein richtig fettes, geiles Handling hat er auch nicht. Wir werden aber jetzt gerade ganz schön weit springen, ne? So aus der Map raus, bis auf den Mond. Boah, Alter. Ach, Scheiße, hier rein. Doch, die Corvette ist echt nicht übel. Mal ohne Spaß jetzt. Die Corvette ist echt nicht schlecht. Ich finde, der Corvette sieht auch ganz geil aus, meiner Meinung nach. Ich mag die irgendwie. Ich mag sie irgendwie. Jetzt nicht hier so als Polizeikarre, aber... Die Corvette an sich mag ich irgendwie. Also schnell hier hochkommen. Und ich sag, Alter, die hat kein gutes Handling. Ich nehme alles wieder zurück. Ich bin einfach nur nicht gut gefahren. Ups. Ja, das habe ich jetzt vergeigt. Daran ist nicht die Corvette schuld. Alter, ich bin echt begeistert. Ohne Witz jetzt. Die Corvette fährt verdammt gut. Selbst das kriegt sie gut hin. Geil. Ich frage mich gerade, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob ich die Corvette von Webster bekommen habe. Habe ich die bekommen? Wenn ja, dann bereue ich es gerade, dass ich die nicht gefahren bin, weil die Corvette verdammt gut ist. So, was wäre denn die nächste Herausforderung? Wäre das so eine, die ich schaffen könnte noch in dieser Folge? Du fährst einen Betonmischer und musst ein Kopfgeld in Höhe von 100.000 Dollar erzielen. Okay, ich glaube, das kriege ich auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge hin. Das heißt, ab für die nächste Folge, Alter Leute, wir sind fast fertig. Das ist Herausforderung 50 schon. Okay, alles klar. Machen wir in der nächsten Folge. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.